Grund für uns, für die Scanning-Übung zu starten, war, dass wir Effizienz gewonnen haben, dass wir die Systembrüche wegbringen. Ein Teil ist digital heute, ein Teil noch nicht. Und das Ziel muss sein, dass irgendwann alles digitalisiert ist. Dass man eigentlich quasi aus dem Doppelsystem zwischen Papier und digital irgendwann den Gesamtschritt machen in die digitale Welt. So ein Projekt hat in der Regel 6 Schritte. Der erste Schritt ist, wir hocken mit dem Kunden, mit dem Interessenten zusammen und definieren, was soll wie digitalisiert werden. Im Schritt 2 organisieren wir den Transport. Dort legen wir auch grossen Wert auf Sicherheit. Wenn gewünscht, können wir den von einem Securitas begleiten. Im dritten Schritt bereiten wir die Dokumente vorbereiten. Vorbereiten bedeutet alle Büroklammern, Postage entfernen und falls nötig Dokumente in ein Format bringen, dass wir so digitalisieren können. Im vierten Schritt scannen wir. Das Scanprogramm entfernt automatisch Leerseiten, entfernen, Stanzlöcher wegnehmen und automatisch gerade richten. Auf das Scannen folgt die Kontrolle. Die Kontrolle ist ein enorm wichtiger Schritt. Hier wird die Vollständigkeit überprüft und auch geschaut, ob das Kernprogramm keine Fehler gemacht hat. Der letzte Schritt ist in der Regel das Vernichten von Dokumenten oder, wenn es der Kunde wünscht, werden die auch von einem Transporteur wieder zurückgebracht. Das Kennen von diesen Unterlagen ist absolut Grundvoraussetzung für die strategische Zielrichtung der Digitalisierung zu erreichen. Der Grund, warum wir mit der Firma Five zusammengearbeitet haben, ist ihre Fähigkeit, mit dem Kunden auf Augenhöhe zu diskutieren, Bedürfnisse aufzunehmen und die hohe Flexibilität bei der Umsetzung. Der Service mit der Five war wirklich top gewesen.